Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Sony RX10 M3. Ich hatte die Gelegenheit, in den letzten 8 Wochen einige Video- und Fotoaufnahmen zu machen. Und ich muss sagen, gerade was den Videomodus betrifft, ich bin echt begeistert von der Kamera. Und sie hat genau meine Bedürfnisse erfüllt, weil ich habe sie überwiegend für das Videofilm gekauft. Wenn man die Kamera auspackt, dann findet man die üblichen Garantiezettel und natürlich so ein Trageriemen, was ich natürlich jetzt nicht so prickelnd finde, weil so ein Videofilm stört es doch, wenn immer der Trageriemen irgendwo hängt. In der Regel filmt man ja mit einem Stativ. Aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte. Das ist die Bedienungsanleitung. Die sieht nach außen relativ dick aus. Leider sind da nur sehr viele Sprachen abgebildet und die einzelnen Menüfunktionen der Kamera werden nicht im Detail erklärt, was diese können. Es wird quasi nur gesagt, man kann sie an, aus oder inaktiv schalten. Und diese Kamera hat wirklich viele Menüfunktionen, die teilweise richtig sinnvoll sind, nur man muss sie halt verstehen und kennenlernen. Und nur durch Try and Error, glaube ich, ist das nicht möglich. Deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft von Henning Fuchs. Das Buch ist auch relativ kompakt, aber sehr gut geschrieben, kostet ca. 15 bis 18 Euro und geht wirklich im Detail auf alle Menüfunktionen ein, wie sie funktionieren, was ich davon habe. Und vielleicht auch manchmal, welche negativen Effekte durch die Menüfunktion entstehen. So, kommen wir mal zu der Kamera im Detail. In diesem Video geht es nicht darum, dass ich die einzelnen Menüfunktionen erkläre, sondern hier geht es wirklich darum, wie die Videoqualität ist und welcher Aufnahmenmodus sinnvoll aus meiner Sicht erscheint, welche kleinen Nachteile in der Bedienung bei der Kamera auftauchen in der Praxis, was die Arbeit einem erschwert. Dazu komme ich gleich. Wenn man die Kamera erstmal sich so anschaut, sie liegt sehr gut in der Hand. Ich habe durchschnittlich große Hände, vielleicht eher klein. Männer mit sehr großen Händen werden Schwierigkeiten haben, bei dieser Kamera sie zu bedienen. Das liegt an einem hier an diesen ganzen engen Bedienknöpfen, die vorhanden sind. Die aus meiner Sicht erstmal sehr ungewohnt sind. Ich bin es gewöhnt, mit einer Canon zu arbeiten, einer Canon 5D ist das in diesem Fall. Und hier finde ich erstmal die Bedienelemente besser angeordnet. Ich bin es natürlich auch jahrelang gewöhnt, mit diesen Elementen so zu arbeiten. Hier ist irgendwie alles anders. Das fängt schon damit an, dass ich hier ein Rad habe, um die Belichtung künstlich aufzuhellen oder abzudunkeln. Was im ersten Moment für mich total komisch war, weil wenn ich im manuellen Modus arbeite, bestimme ich ja über Blende und Zeit, ob ein Bild heller oder dunkler ist. Warum ich dieses Rad hier nochmal extra habe, hat sich mir bis heute nicht erklärt. Also insbesondere in der Videofunktion ist dieses Rad hier ziemlich unnütz. Für Leute, die sich gerne selbst filmen, sei gesagt, zu diesem Bildschirm, die Helligkeit ist sensationell, aber ich habe halt nur diese Möglichkeiten, diesen Bildschirm letztendlich zu verstellen. Was erstmal in Ordnung ist, gegebenenfalls kann man ja über die Handy-App sich dann noch selbst sehen. Von daher, das ist so ein kleines Manko, aber naja, Geschmackssache. Bildschirm ist sehr hell, wenn ich über den Sucher gehe, das ist ein Traum. Also der Sucher ist wirklich ganz toll. Er reagiert sofort, sobald man sich mit dem Gesicht nur etwas nähert. Und dann habe ich ein gestochen scharfes Bild mit unheimlich viel Möglichkeiten, mir Informationen anzeigen zu lassen. Also das hat Canon sehr gut gelöst. In den Menüeinstellungen kann man noch einstellen, ob nur Suche, nur Bildschirm oder natürlich die Kombination. Je nachdem, wie weit ich mich von der Kamera, von dem Sucher weg befinde, schalte dann die Kamera automatisch um. Das macht sie wirklich gut. Sie hat hier auf der Rückseite eine Movie-Taste und die ist fest vergeben, um den Videofilm zu starten. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, passt das, diese Taste. Ja, das ist letztendlich gut belegt. Man kann es aber auch in den Menüfunktionen anders belegen. Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Kritikpunkt. Die Kamera fährt relativ schnell aus, hoch und ich habe sie in NTSC eingestellt. Das hat den Grund, dass ich einfach mehr Frames per Second habe. In Deutschland sind es zum Beispiel 25 Bilder oder 50 Bilder oder 100 Bilder.
Wenn ich jetzt das auf den nordamerikanischen Raum einstelle, dann habe ich nicht 25, sondern 30 Bilder. Oder ich habe nicht 50, sondern 60. Oder nicht 100, sondern 120. Und gerade wenn man in der Postproduktion mit Zeitlupen arbeiten will, ist man über jedes Frame glücklich, was man mehr hat. Und deswegen habe ich diese Einstellung so gewählt. Problem: Jedes Mal beim Einstellen erscheint dieser Hinweis. Ich habe es noch nicht gefunden, diesen Hinweis wegzubekommen. Drücke ich dann auf Menü oder auf den Auslöser, geht es natürlich sofort weg. Wenn ich diese Kamera dann eingestellt habe, hochgefahren habe und ich befinde mich hier bei dem Hauptrad in dem Filmmodus, dann macht die Kamera mehr oder weniger alles automatisch. Es sei denn, ich gehe in das Menü und dort habe ich dann die Auswahl unter Nummer 8, Film, und hier kann ich verschiedene Prioritäten einsetzen. Entweder sage ich der Kamera, mach alles vollautomatisch im Programmmodus P, oder gehe in die Blendenpriorität, dann wähle ich eine Blende vor, um vielleicht einen Schärfe-Unschärfe-Effekt zu haben. Schärfe-Unschärfe-Effekt komme ich gleich nochmal darauf, was hier wirklich möglich ist oder wo die Kamera an Grenzen stößt. Dann habe ich noch die Zeitpriorität. Klar, ich wähle eine Blende. Um hier den Shutter-Effekt so klein wie möglich zu halten, sollte ich je nachdem, wie viel Frames per Second ich eingestellt habe, hier die Zeit entsprechend einstellen. Also bei 25 Frames sagt man ein Fünfzigstel, bei 60 kann man bis zu ein Hundertzwanzigstel gehen. Ich habe jetzt hier in dieser Kamera 120p eingestellt und hier ist dann die kleinste Möglichkeit auch tatsächlich ein Hundertzwanzigstel. Niedriger geht es nicht. Die Praxis hat aber gezeigt, die Bewegungen werden flüssig dargestellt, es gibt nicht dieses klassische Ruckeln, also top. Oder ich gehe natürlich in den M-Modus und im N-Modus kann ich dann Blende und Zeit frei wählen. Was eine super Sache ist, die ich so vorher auch noch nicht kannte, ist bei der ISO. In der Regel habe ich hier über die Taste C1 habe ich das als Schnellfunktion belegt. Dort kann ich dann in den Automodus gehen und der Automodus bietet mir die Möglichkeit zu sagen, stelle einen minimalen Wert ein und einen maximalen Wert. Und in dieser Range bewegt sich dann die Automatik und versucht immer Unterschiede in der Lichtsituation erstmal über die ISO auszugleichen. Und hier bin ich bei ISO 100, das ist der minimalste Wert und ich gehe bis ISO 3200. Hier habe ich festgestellt, ich habe noch kein Bildrauschen und es funktioniert wunderbar. Der Sensor verarbeitet die ISO 3200 wirklich im Filmmodus 1A, gibt es gar nicht zu meckern. Und das erleichtert das Filmen, gerade wenn man draußen ist und man hat ein bisschen Sonne und mal Wolken und so weiter, erleichtert das doch die Filmarbeit ungemein. Das sind eigentlich auch schon die grundsätzlichen Einstellungen, die ich gemacht habe, weil in den Filmen, die ich jetzt in den letzten Wochen gemacht habe, ging es hauptsächlich um schnelle Bewegungen. Ich war auf einem Segelflugplatz und dort gab es einen Wettbewerb und dort habe ich dann den Film gedreht dafür. Und da hatte ich gar nicht die Zeit, alles manuell einzustellen, sondern war froh, dass die Programmautomatik mich so gut unterstützt hat. Jetzt kommen wir mal zu ein paar kleinen Nachteilen bei dieser Kamera. Und zwar sieht man hier schon an diesem Objektiv, was übrigens super ist, das Objektiv, also das hat ein Zeiss-Objektiv mit der Blende 2,4. Je nachdem, wie ich zoome, geht es dann auf eine feste Blende auf F4. Und das passt. Das Objektiv ist schnell. Es hat eine hohe Abbildungsleistung. Selbst wenn ich bis zu 600 mm rauszoome, ist die Abbildungsleistung immer noch stark. Natürlich nur auf einem Stativ. Also aus der Hand kriege ich das nicht mehr hin. Aber alles, was in so einem gängigen Zoom-Bereich ist, ist es echt top. Kommen wir aber nochmal zu dieser Bedienung. Man sieht hier drei Ringe. Der erste Ring, das ist die Blende, die ich hier einstellen kann. So, das geht auch relativ einfach, funktioniert. Der zweite Ring, das ist der Zoom-Bereich. Geht auch. Man kann es sogar unterschiedlich machen. Also hier kann ich eine andere Zoom-Geschwindigkeit einstellen, wie hier an der Wippe hier vorne, ja. Und das ist echt eine Erleichterung. Die Wippe, da kann ich ganz smooth raus und rein zoomen. Und hier kann ich wirklich, wenn es mal schnell gehen muss, wie man sieht, 1A. Und der letzte dieser drei Ringe, das ist natürlich die manuelle Schärfeneinstellung.
So, wie ich schon sagte, ich habe relativ normale Hände, eher kleine Hände. Und trotzdem, wenn ich die Blende machen will, kommt es oft vor, dass ich gleichzeitig zwei Ringe bediene, weil es einfach hier zu eng geworden ist. Das ist wirklich ein großer Nachteil. Und auch nach viel Übung passiert es mir immer noch, dass ich hier wirklich mitzoome. Ungünstig gelöst. Ja? Die zwei anderen Ringe, da ist der Abstand ausreichend groß, das passt. Wenn ich ein externes Mikrofon anschließen will, dann habe ich hier, mache ich diese Schutzhülle ab und kann diesen Standard-Zubehörschuh nutzen. Da kann ich entweder einen Aufsteckblitz reinmachen oder ich kann ein Aufsteckmikrofon reinmachen. Die Kamera bietet zwei Buchsen, das war die falsche Klappe, zwei Buchsen, und zwar kann ich hier einen Kopfhörer anschließen und kann gleichzeitig ein Mikrofon anschließen. Und ich muss sagen, die Tonaufnahmen gelingen hier wirklich sehr gut. Ich muss nur bei dem Mikrofon beachten, dass das Mikrofon mit einer eigenen Batterie gespeist wird. Der Fokus. Es gibt insgesamt an diesem Rädchen vier Einstellmöglichkeiten, um den Fokus zu verändern. Fangen wir mit der Einstellung S an. Ich sage mal sowas wie Standard. Der Autofokus funktioniert sehr schnell, stellt die ganze Zeit scharf. Top, kann man nicht meckern. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein Objekt verfolge, zum Beispiel über die Gesichtserkennung, und das Objekt bewegt sich entweder auf mich zu oder von mir weg, dann ist es sinnvoller, auf C zu stellen. Der Fokus ist dann kontinuierlich. Dann habe ich die nächste Einstellung, DMF. Da habe ich zwei Optionen. Die eine ist, der Fokus macht erstmal alles automatisch. Und wenn ich dann irgendwie sage, ich möchte jetzt aber manuell noch was nachjustieren oder ich möchte die Schärfe auf ein anderes Objekt mal kurz legen, dann kann ich hier über diesen Ring, über den vorderen Ring am Objektiv, kann ich das manuell machen. Sobald ich dann wieder weiterfilme, dann geht er wieder auf den Automatikmodus. Und dann habe ich natürlich noch den manuellen Modus. Das heißt, hier muss ich alles manuell regeln, was aber an dem Objektivring wirklich sehr einfach funktioniert. Zubehör. Auch für diese Kamera gibt es natürlich eine ganze Liste an Zubehör zu kaufen. Wichtig ist aber, was ihr gleich im ersten Schritt machen könnt, Akkus, Akkus, Akkus. Der mitgelieferte Akku hält leider nicht besonders lang, ca. 50 bis 60 Minuten im Videomodus, dann ist die Kapazität erreicht. Ich habe mir ein externes Akkuladegerät gekauft, um außerhalb der Kamera meine Akkus aufzuladen. Bei dieser Lieferung war das Ladegerät dabei, ein USB-Kabel, zwei von diesen Akkus, und das ist der originale Akku, der genauso hier reinpasst. Der Vorteil ist, dieses Gerätes, ich kann es entweder direkt an Strom anschließen oder über eine Powerbank betreiben und somit meine Akkus auch unterwegs laden. Ladezeit ca. 1,5 Stunden. Dann habe ich mich entschieden, ein Einbeinstativ zu kaufen, um einfach die Videoaufnahmen verwacklungsfreier zu machen. Dieses Einbeinstativ, das ist hier Minimalgröße und kann bis auf 2 Meter ausgezogen werden. Das gibt es von jeder Marke, kostet relativ wenig Geld und ist leicht, ich kann es überall mit hinnehmen. Der Anschluss ist der Standardstativanschluss, also von daher alles passend, und im Ergebnis habe ich deutlich verwacklungsfreiere Bilder. Und zu guter Letzt habe ich mich für ein Filterset entschieden. Diese Filter sind diverse ND-Filter, damit ich auch bei gleißendem Sonnenlicht immer noch eine relativ kurze Belichtungszeit einstellen kann, 1:125, damit dieser Shutter-Effekt nicht eintritt. Gleichzeitig war bei diesem Set noch ein UV-Filter und ein POL-Filter dabei. Das Filmen mit einem POL-Filter ist relativ einfach. Ich habe die Möglichkeit, durch Drehen des Filters Spiegelungen an Autoscheiben zum Beispiel mehr oder weniger wegzudrehen. Oder ein anderer schöner Effekt ist, ich kann den Himmel deutlich kontrastreicher abbilden. Und die dritte Option ist, ich schütze natürlich das Glas des Originalobjektives. Ja. Damit bin ich dann ungefähr vor 8 Wochen losgegangen und war auf einem Segelflugwettbewerb und habe dort den ganzen Tag gefilmt. Und aus diesem Film will ich euch einige Beispiele zeigen. Ich bin mit der Videoqualität extrem begeistert, zufrieden, es hat alles gut funktioniert. Auch das Verarbeiten in einem Videoschnittprogramm
verlief problemlos. Ich habe hier in Full HD aufgenommen mit 120 Frames per Second. War alles kein Problem. In 4K habe ich mit dieser Kamera noch nicht aufgenommen, weil die Videosequenzen, die ich filmen wollte, sollten alle mit einem Zeitlupeneffekt versehen werden. Die Kamera nimmt in 4K auf, aber nur in Anführungszeichen 30 Frames. Und das ist einfach für gute Zeitlupeneffekte deutlich zu langsam. Das sind jetzt Szenen aus dem Segelflugfilm, den ich gedreht habe, das Jugendvergleichsfliegen in Langlohnsheim. Das fing ganz früh morgens an. Die ersten Szenen haben in der Dunkelheit stattgefunden, beziehungsweise unter Kunstlicht. Der Weißabgleich der Kamera funktioniert top. Die Farben sind natürlich, also der Film ist zwar fertig geschnitten, wurde aber nicht in irgendeiner Form verbessert oder über ein Color Grading nochmal verändert. Bei diesen Aufnahmen war die Schwierigkeit, dass halt unheimlich starke Kontrastunterschiede vorhanden waren zwischen Himmel und Erde und natürlich auch hier das orangene Flugzeug, was in Wirklichkeit wirklich so schön orange ist. Das hat die Kamera ganz fantastisch gelöst. Hier habe ich aus der Hand gefilmt, was auch zu einer leichten Unruhe natürlich geführt hat. Der Zoom war hier circa auf 500 mm ausgefahren, dafür bin ich aber echt extrem zufrieden. Der Autofokus hat es geschafft, das Flugzeug durchgängig zu verfolgen. Am Anfang hat es ein paar Sekunden gedauert, bis er letztendlich das Objekt richtig scharf gestellt hat, aber dann lief das wunderbar. Auch hier, wie das Flugzeug im Landeanflug war, der Fokus hat top gearbeitet und hat das Objekt nie unscharf gestellt oder dass es sogar zu sogenannten Pumpbewegungen kam. Zeitlupenaufnahmen sind auch kein Problem. Bei 120 Frames per Second ist das alles ganz einfach und ohne Ruckeln in der Postproduktion dann umzusetzen. Ja, das war's schon. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.